So, hallo und willkommen wieder der Hanne beim Fischta und im nächsten Alarm für Cobra 11, das sich Burning Wheels nennt. Ja, wir legen natürlich gleich los mit der Karriere, ist ganz klar. Davor möchte ich aber noch schön googeln, ob da auch alles so ist, wie es sein muss. Passt. Okay, das ist alles so, wie es sein soll. Wir machen die Karriere, wie es halt so ist, und starten das Tutorial. Ja, und wenn das klar ist. Ben, willkommen zum Dienst. Das jährliche Fahr- und Manövertraining steht mal wieder an. Wie man ein Auto fährt, wisst ihr ja bereits. In eurer Dienstzeit werdet ihr aber auch mit vielen anderen Situationen fertig werden müssen. Fangen wir mit einem Manövertest an. Es wird oft Situationen geben, in denen ihr mit dem Wagen springen müsst. Dazu wird die erforderliche Geschwindigkeit mit einer Markierung in eurem Tacho angezeigt. Versuchen wir es. Naja, okay, da legen wir los. Man sieht schon, eine große Neuerung ist, dass jetzt die Charaktere aus der Serie dargestellt werden, so wie sie in Wirklichkeit sind, und zwar der Ben und der Semir, und die natürlich auch die originale Stimme, das ist überragend. So, zack. Und das testen wir gleich nochmal. Ach was, gleich nochmal? Okay. Ja, und das Fahrverhalten ist auch alles ein bisschen hübscher geworden. Oh, das war aber knapp, okay. Mir gegeben Gas. Ach, Zeitlimit haben wir gar keins. An der nächsten Kreuzung bitte abbiegen. Okay, machen wir. Wir blinken und biegen rechts ab. Links ab sogar. Verbrechen spielen sich natürlich nicht nur auf Straßen ab. Es wird passieren, dass Gegner versuchen, euch über Hinterhöfe, Industriegelände oder durch Lagerhallen zu entkommen. Auch Zäune und andere Hindernisse werden sie dabei nicht aufhalten. Versucht gleich mal, den Zaun da vorne zu durchfahren. Keine Angst, das hält der Wagen schon mal aus. Gut, ja, das gemacht. Sind wir schon mal. Es gibt übrigens abseits der Straße einiges zu entdecken. Gut versteckt befinden sich in der Spielwelt mehrere Einzelteile, die es sich auf jeden Fall einzusammeln lohnt. Ah ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, man sieht, wenn man nach rechts oben guckt schon, dass endlich richtige Navigation da ist. Ein Leitsystem sozusagen, das uns sagt, wo wir nachfahren müssen. Das ist schon mit sehr viel Vorteil. Ja, und ein weiteres ist, dass die Karte sehr, sehr frei ist und sehr viele Details im Hintergrund hat. Aber bevor wir das alles sehen, machen wir mal da weiter. Und zwar ist da vorne so ein Verdächtiger. Wie ihr seht, der parkt da. Vor euch ein verdächtig aussehender Wagen. Hängt euch an ihn ran, aber passt auf, dass ihr nicht entdeckt werdet. Hätten das gesehen, wie verdächtig der aussieht? Also, der ist richtig verdächtig. Gelb und ohne Aufdruck. Das muss ein Verbrecher sein. Der Während ist verdächtig. Solcher Beschattungen ist der Einsatz von Sirene und Blaulicht natürlich tabu. Der Verdächtige darf euch nicht zu weit voraus sein, sonst verliert ihr ihn aus den Augen. Gleichzeitig dürft ihr aber nicht zu dicht auffahren, sonst entdeckt euch der Verfolgte. Ja, das kennen wir ja schon aus den anderen Teilen. Kommen wir mal da an den Geheimweg. Zack. Zack. Okay. Oh, müssen ein bisschen nicht dran, ne? Na gut. Und was auch eine Änderung ist, wir jetzt blaue Polizeiautos. Ja. Weil in der Zeit die Farbe gewechselt hat damals. Ja, die gute alte Zeit, wo die Polizeiautos noch grün waren und man Kassetten noch rumdrehen, bis er hat im Radio. Naja. Das kennen die meisten gar nicht. Naja, gut. Wahrscheinlich kennen es die meisten. Deshalb verlagern wir das Training von der Straße auf das alte Zechengelände. Aha, das alte Zechengelände. So, geschafft. Der Wagen wird nun versuchen, euch zu entkommen. Euer Ziel ist es, ihn durch leichte Kollisionen zum Aufgeben zu bringen. Passt auf, dass ihr dabei nicht zu viel Schaden anrichtet. Manchmal ist die Fracht empfindlich. Ah ja. Also wir sollen erstmal fünfmal berühren. Das ist sehr übersichtlich jetzt gemacht. Und es steht auch im Ladescreen schon dran. Na, ne? Oh, Kerle! Fahr doch nicht fort. Jetzt scheint eine harte Nuss zu sein.
Oh. Die nächste Stufe, um einen Gegner zu stellen, ist das Ausbremsen. Dazu müsst ihr ihn einholen und ihn dann seitlich ins Heck fahren, damit sich sein Auto dreht. Wo ist er denn? Durch die Drehung ist der Fahrer einige Sekunden lang orientierungslos und bleibt stehen. Ihr müsst wohl mal auch die ganze Zeit sogar. Und habt ein paar Sekunden Zeit, ihn zu schnappen. Main dauerhaft Nitro. Und zwar lädt sich das zusätzlich auch noch wieder auf. Gut gemacht. Ist auch eine tolle Sache. So, jetzt darf man kaputt machen. Lässt, hilft nur noch ernsthafte Härte. Nehmt wieder die Verfolgung auf und macht den Kerl fahruntüchtig. Ja, das kriegen wir noch. Wir sind zwar schon kaputter als er, aber das ist egal. Moment mal, Würschle. Jetzt muss jetzt das Signal zurück. Aber setzt das Signal zurück. Scheint nicht so. Na gut, okay. Den kriegen wir voll hin. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand. Er ist mal gründlich zum Aufgeben überredet worden. Das war dann schon mal das. Da wird einem wirklich am Anfang vom Spiel alles erklärt. Das ist super. Dann hilft nur noch die Flucht. Macht euch aus dem Staub und versucht die Verfolger abzuschütteln. Dazu müsst ihr euch einen Vorsprung verschaffen. Haltet ihr den Vorsprung lange genug, verlieren euch die Verfolger aus den Augen und geben auf. Abstand zu klein. Moment. Jetzt schnell Abstand. Wow, gange doch weg! Explodiert einfach. So, langsam wie so was geschafft haben. Weltherrschaft in 20 Tagen ist mein Ziel. Andreas Leicht, ihr Bürgermeister, FCS. Okay, sie holen uns ein. Das macht uns aber rein gar nichts, weil wir fahren jetzt in die andere Richtung und müssen die erst umdrehen. Und dann schaffen wir es auf jeden Fall. So. Und dann sind wir nämlich auch gleich wieder unten am Ziel, wo wir noch müssen. Okay, gut gemacht. Da oben nämlich. Jetzt kommt zurück zum Zechengelände. Wir haben ja das Spiel, das habe ich schon. Fahrzeuge präpariert, an denen ihr die ferngesteuerte Drohne testen sollt. Da diese Technik teuer und gefährlich ist. Und so weiter. Da diese Technik teuer und gefährlich ist, hätten sie was manche einsetzt zur Verfügung. Und genau, da dafür sollte vorbereitet sein. So, das muss auch wissen. Also das Spiel, wie gesagt, habe ich schon öfters gespielt. Es ist auch mein, nach wie vor mein Lieblings-Cobra 11-Spiel. Zunächst solltet ihr die Drohne an stehenden Zielen testen. Löst sie dazu mit der Aktionstaste aus. Steuert sie unter das Ziel und drückt erneut die Aktionstaste. Ja, und weil ich das schon kenne, so das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt habe, also zweimal, glaube ich, mindestens. Es wird kein Speedrun jetzt, aber ja. Ich weiß, was ich machen muss und wird mir nicht so oft verfahren und sag F und dann die Drohne. Yahoo. Gut so. Und boom. Weiter zum nächsten Ziel. Ja, ich kenne mir aus, weil ich kenne halt die Karte auswendig. Ja, doch, kann man sagen, auswendig. Aber das hat trotzdem nicht funktioniert, das sieht man mal. Oh. Aber jetzt. Und F und.
so. Weiter zum nächsten Ziel. Okay. Ist das jetzt das Fahrende? Oh. Ich bin kein Zeitlimit, also ist egal. Können wir da außen rumfahren? So. Nächstes Ziel. Ich sehe es doch schon kommen, das Auto fährt gleich weg. Weiter und erfolgreich. Okay, jetzt lässt fahren die Auto. Sehr gut. Als letzte Übung müsst ihr ein bewegliches Ziel zerstören. Wir haben einen ferngesteuerten Wagen gestartet. Nehmt die Verfolgung auf und legt ihn lahm. Ich glaube, das kriegen wir noch. Komm, wir probieren es gleich mit der Drohne. Und boom! Ihr habt das diesjährige Fahrtraining mit Bravour bestanden. Ja, dankeschön, wir haben das Fahrtraining bestanden. Und machen nochmal ein bisschen Bildle. So. Wo müssen wir noch? Ach so, wir haben es bestanden. Gut. Super, und weiter. Wir haben ein Auto freigeschaltet, nämlich den gelben Transporter und den Standort Zechengelände Mitte. In diesem Spiel ist es nämlich ein bisschen anders wie in der vorherige. Mir fährt nämlich nachher einfach Streife. Gut, wir können das ja geschwind ausprobieren. Da wählt man seinen Startpunkt auf der Autobahn oder in der Stadt. Die zwei Gelände gibt's. Und seine Startauto, so. Und dann fährt man einfach rum und kriegt dann Aufträge oder muss zu welchen nachfahren. Das heißt, man macht nicht strikt einen Fall nach dem anderen oder so, sondern, aua, man kann einfach unendlich auf der Karte rumgurgeln. Und kriegt halt ab und zu mal einen Auftrag, den man dann auch nicht mehr kann oder ablehnen kann. Der kommt dann wieder, wenn man ablehnt. Aber man kann eigentlich die ganze Zeit... Da sieht man es nämlich schon. Hier, Cobra 11. Wir brauchen eure Hilfe bei einer Eskortierung, weil ein Kollege ausfällt. Könnt ihr in 5 Minuten im Containerhafen sein? So. Und den lehnen wir uns nämlich ab, weil den machen wir das nächste Mal. Jetzt wisst ihr das auch schon. Und ja, die Folge ist vorbei. Wir gehen noch schon tanken. Und während wir tanken gehen... so. Verabschiede ich mich von euch, macht's gut und schaltet doch bei der nächsten Folge wieder ein. Wir legen jetzt richtig los und spiele das Spiel durch. Natürlich auf schwer, wir lernen aus unsere Fehler. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.